Hallo und herzlich willkommen bei Gartenzeile. Heute haben wir den großen Akkurasenmäher-Test. In den vergangenen Wochen haben wir bereits die einzelnen Videos gezeigt zu den Rasenmähern, jetzt aber noch einmal eine Zusammenfassung und im direkten Vergleich der jeweiligen Vor- und Nachteile. Wir beginnen mit den Akkus. Den Anfang macht Gardena. Wir sehen das Systemakku von Gardena, das aktuell sehr stark beworben wird. Hier muss man nur ein bisschen vorsichtig sein, da bereits wir drei verschiedene Modelle haben. Wie einheitlich das am Ende ist, muss man erst nochmal sehen. Ich denke, Gardena ist da noch ein wenig in der Erfindungsphase. Dieser kleinere Akku hat 18 Volt und 2,6 Amperestunden. Den konnten wir immerhin schon in 2 bis 3 Geräten in unseren Test einsetzen. So auch im Handy Mover, den wir hier haben, und in dem anderen Gardena Akkurasenmäher. Als zweites ist der Akkurasenmäher von Einhell zu sehen. Hier haben wir 2 Akkus, die wir parallel einsetzen können. Die Einhell-Akkus sind wirklich einheitlich, sodass man viele Einhell-Geräte damit betreiben kann. Die Akkus haben 18 Volt und 4 Amperestunden. Eingesetzt werden sie seitlich zueinander und jeweils mit dem Sicherheitsschlüssel bestätigt, dass ich auch das Gerät benutzen darf. Als drittes ist es der Bosch-Rasenmäher. Der hat nur einen einzelnen Akku, dafür hat er auch 36 Volt. Sehr praktisch ist, dass der Sicherheitsschlüssel von Bosch außerhalb der Klappe liegt. Das ist der einzige Rasenmäher, der das so macht. Deswegen muss man nicht immer zum Riegeln und Entriegeln die Klappe öffnen. Der Gardena PowerMax LI18 hat auch 2 Akkus, die ich einsetzen kann. Das ist der gleiche Systemakku. Und der Makita Rasenmäher, den wir jetzt sehen, hat ebenfalls 2 Akkus. Der Makita Rasenmäher hat sogar 2 Akkus mit 18 Volt und 5 Amperestunden, was insgesamt schon einer Leistung von 180 Wattstunden entspricht. Damit hat er die meisten. Ob er damit auch am meisten Rasen mähen kann, werden wir jetzt im Test sehen. Jetzt mal zu den einzelnen Fangkörben. Der Makita Rasenmäher hat einen Fangkorb mit einem Volumen von 50 Litern. Das ist so der Standardwert, den die meisten Rasenmäher bieten. Der einzige Ausreißer ist das Gerät von Einhell. Der hat einen Fangkorb mit einer Größe von 63 Litern. Insgesamt unterscheiden sich die Fangkörbe noch, ob ich einen festen Fangkorb habe oder einen losen. In diesem Test ist der einzige, der weich ist, mit einem Stoffnetz oder einem Kunstfasernetz, der von Makita. Alle anderen Körbe sind aus Hartplastik gefertigt und haben meist noch eine Anzeige für den Füllstand, die allerdings bei mir in der Praxis nicht so gut funktioniert hat. Da würde ich mich jetzt nicht drauf verlassen. Man sieht es eher, wenn viel Rasen liegen bleibt, dass der Korb voll ist. Einen stabilen Eindruck haben alle Körbe für mich gemacht. Den besten, den ich persönlich gefunden habe, ist der von der Bosch Akkurasenmäher. Jetzt haben wir uns eine kleine Teststrecke aufgebaut mit einer Markierung für jeden Rasenmäher. Und dort wollten wir uns einmal das Schnittbild genauer anschauen, einen ersten Bedienungsvergleich machen und auch die Schnittbreite noch einmal gucken, ob die Angaben wirklich so stimmen, was am Rasen ankommt. Denn die Rasenmäher haben oft eine Schnittbreite von zum Beispiel 43 cm. Da haben wir insgesamt 3 Rasenmäher und es haben einfach nachgemessen, ob das geschnittene Gras auch wirklich 43 cm hat oder ob es im äußeren Bereich vielleicht schon nicht mehr ganz so gut schneiden kann. Dafür haben wir mit jedem Rasenmäher jetzt eine Bahn gemäht, nacheinander, und haben das Ganze noch einmal nachgemessen. Wir haben dazu alle Rasenmäher auf die unterste Stufe geschnellt, also auf die kürzeste Schnittlänge, die übrig bleibt am Rasen, und haben das verglichen. Positiv ist mir aufgefallen, dass der Bosch-Rasenmäher am weitesten schneidet im Verhältnis zur Gesamtbreite des Rasenmähers. Das heißt, dass neben dem Messer nicht mehr viel an Plastik kommt, sodass ich besonders gut an Kanten und in Ecken schneiden kann. Das sieht man auch, wenn wir später die Rasenmäher noch einmal von unten zeigen. Das Gegenbeispiel ist der Rasenmäher von Einhell. Dort kommt neben dem Messer noch 2 Plastikschichten, das bestimmt zum einen der Sicherheit dient, aber dadurch gelange ich einfach nicht so weit an die Kante. Und was wir auch gesehen haben, manche Reifen, gerade der hintere Reifen, ist deutlich breiter als die eigentliche Schnittbreite. Damit ist es natürlich klar, dass ich nicht so nah an Kanten und so gut in Ecken reinkomme. Da war wirklich der Mäher von Bosch mit Abstand am besten.
Insgesamt schneiden die meisten Rasenmäher um die 1-2 cm kleiner als die Schnittbreite angegeben ist. Ich denke, das ist im normalen Bereich, aber wir haben selbstverständlich keine größeren Abweichungen. Die Messer sind natürlich genauso lang wie angegeben, nur scheinbar erwischen sie das Gras nicht mehr so gut an der Außenkante. Vom Schnittbild selbst ist der Rasen gut gemäht. Natürlich ist die Schnittkante nicht so schön wie bei einem Spindelmäher, aber für die Rasenmäher doch einfach sehr gut. Insgesamt macht das Mähen mit den Akkurasenmähern auch sehr viel Spaß. Sie sind einfach leicht und wendig. Wir konnten die Angaben, die bei der Beschreibung in den Rasenmähern angegeben ist, von der Haltbarkeit der Akkus nicht ganz bestätigen. Fast alle Rasenmäher haben nicht die Leistung erreicht, wie in der Beschreibung angegeben. Hier hatten wir ungefähr den Wert von 2/3 der Fläche, die man damit mähen kann. Zum Beispiel beim Bosch war angegeben, dass man 600 Quadratmeter damit gut mähen kann. Wir haben allerdings in diesem Test nur 300 damit geschafft. Aber in dem Set, das wir bestellt haben, sind zwei Akkus dabei. So konnten wir hin und her wechseln. So ist es fast möglich, unendlich zu mähen, weil ich im Wechsel immer laden kann. Das hat bei uns ganz gut gepasst. Da muss man auch sagen, ist der Vorteil von dem Ein-Akku-Betrieb. Wenn ich mir dort zwei Akkus kaufe, dann kann ich sie abwechselnd laden. Möchte ich zum Beispiel bei dem Einhellgerät die gleiche Funktionalität haben, muss ich mir schon vier Akkus kaufen, was gegebenenfalls wieder viel Geld kosten kann. Von der eigentlichen Akkuleistung muss man sagen, ist das Gerät von Makita, da hatten wir zwei Akkus mit 18 Volt und 5 Amperestunden, was ja gesamt 180 Wattstunden ergibt, überraschend schlecht. Der Rasenmäher hat bereits bei der Hälfte der angegebenen Quadratmetern schon aufgegeben. Das ist etwas wenig, finden wir. Hier sehen wir jetzt nochmal zum einen die Säuberung, aber zum anderen wollten wir die Rasenmäher ein bisschen unter Wasser setzen. Sollte man nicht unbedingt machen. Wir haben das jetzt einfach mal für euch getestet, weil wir damit so ein bisschen Regen oder Nässe am Rasen simulieren wollten. Und schauen wollten einfach, funktioniert der Rasenmäher danach noch? Wir haben den Akku ganz normal drin gelassen, den Zündschlüssel auch. Man sollte das wirklich nicht nachmachen und haben die Rasenmäher wirklich von allen Seiten gut unter Wasser gesetzt. Falls man seinen Rasenmäher wirklich mal bei Regen draußen vergisst oder ähnliches. Und danach haben wir jeweils geschaut, geht der Rasenmäher noch an und wie nass ist es unter der Klappe von dem jeweiligen Akku, da das ja meiner Meinung nach die sensibelste Stelle ist, wo das Wasser so reingeraten könnte. Das Positive vorweg, allen Rasenmähern hat das erste Bewässern eigentlich nichts ausgemacht. Alle lieben danach noch. Es gab nur Unterschiede, wie nass es ist im Akkubereich. Das zeigen wir jetzt aber gleich in der nächsten Einstellung auch nochmal, dass das jeder nochmal sehen kann. Am wenigsten Feuchtigkeit haben wir den Rasenmäher von Makita gefunden. Bei dem Gardena Rasenmäher war schon relativ viel Wasser drin und bei dem Bosch Rasenmäher noch mehr. Was man aber immer dazu sagen muss, es ist natürlich nicht die Regel, dass man die Rasenmäher so voll mit Wasser macht. Das war wirklich nur zum Testen und nicht der Regelbetrieb. Man kann ganz gut erkennen, dass jetzt hier auch bei dem Einhellgerät recht viel Wasser unter der Abdeckung ist. Aber das Gute ist, dass es scheinbar keinem Rasenmäher etwas anhaben konnte. Kommen wir auch schon zum Fazit. Für mich gibt es zwei Testsieger. Das ist zum einen der Akkurasenmäher von Bosch und zum anderen der Preissieger von Einhell. Beide Rasenmäher konnten uns richtig gut überzeugen und es hat Spaß gemacht zu mähen. Wir wünschen viel Spaß im Garten und lasst uns gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar, falls ihr an einer Stelle anderer Meinung seid. Viel Spaß beim Mähen!